So, hallo Leute, hier sind wieder Basti und Nick. Wir wollten wieder eine Runde Überleben zocken. Jetzt spielen wir auf Sea Town, das ist Schwierigkeit Regular. Ja, mehr habe ich nicht zu sagen. Hast du eigentlich dein COD auch auf Englisch? Ich? Nein, aber ich bin mir jetzt nicht sicher, ob das Soldat oder Söldner heißt. Ach so, ja gut dann. Genau, auch hallo von mir und ja, lass uns mal direkt beginnen. Ach genau, falls euch noch nicht aufgefallen ist, das wird euch bestimmt nicht auffallen. Heute macht die Aufnahme Nick, weil mein Fraps nicht mehr funktioniert. Genau. Ich weiß nicht warum, also am Anfang läuft es 2, 3, 4 Minuten gut und auf einmal bricht alles ab, ein FPS nur noch und ja, was soll man dazu sagen? Das ist scheiße, ne? Ich konnte auch schon Minecraft nicht ganz weiterführen, daher müssen wir mal gucken, wie wir das alles machen. Wahrscheinlich müssen wir die ganzen Fraps-Aufnahmen ein bisschen mehr untereinander einteilen, sodass, ja, alle mal Frapsen und alle mal was zu beitragen, sag ich mal. Das war schon mit der ersten Welle, ja. Ja. Warte, ich renne hier oben gerade irgendwo rum. Bleib mal da stehen, wo du bist. Da bin ich. So. Da bist du. Wo wollen wir hin? Ich würde sagen, warte, hier ist die Box, dann würde ich sagen, dass wir hier vorne in dieses Haus reingehen. Da oben. Ja, okay. Oh, hier ist so eine Leiter. Nein? Ah, doch, geht. Ich schlage schon mal die ganzen Fenster aus. Also, ich meine, noch müssen wir ja noch nicht hier campen, ja. Aber gleich werden die ganzen Juggernauts und Pipapo kommen, ist das, glaube ich, besser. Komm mal, die Götchen, ich hab alle. Ja, hier unten auch welche. PC-Raum an der Schule. Ich warte mal ganz kurz, ob hier welche kommen. Falls es euch aufgefallen ist, da ich jetzt Frapse, sieht man meinen Namen nicht, aber Basti heißt jetzt DJ Zwegert. Oh, fade. Ich habe gerade schon überlegt, soll ich mir jetzt einen anderen Namen geben? Weil der Name, das war so ein Just for Fun Name, mir ist keiner reingenommen, habe ich gedacht, ach scheiß drauf, nehme ich auch den Namen. Scheiß drauf nicht, also egal, sag ich mal so. Und keine Ahnung, ich dachte halt, dass man eh nicht sieht, aber jetzt ist natürlich was ganz anderes. Genau, kriegen wir hin. Ihr wisst ja, ich bin Basti. Oh, wo ist die? Oh, das geht ja eigentlich alles in der E generell ziemlich zentral. Ja, die ist hier in so einer anderen Bude. Nee, Bude. Ja, renn mich nicht an. F. Ja. Claymores nehmen wir dann später direkt am besten. Ja, das wird dann später auch schon reichen. Genau, wie ihr auch seht, haben wir uns auch beide im Level ein bisschen weiterentwickelt. Hier sieht man zum Beispiel, ich bin noch ganz dran gewöhnt, dass ich aufnehme. Ich wollte gerade den Zuschauern zeigen, welches Level ich bin. Nein, ich bin Level 28 und Nick ist 26. Ja, ihr seht ihr mal. 26, halb 27, hier unten seht. Ich bin gerade mit der Maus drin. Ja. Oh, wo sind die ganzen Gegner? Wo sind die Gegner? Backreap, glaube ich. Hoffe ich. Hier oben, hier sind oh, ey, Hund. Zigeunert. Mittelmaus. Zack, weg. Ganz ruhig. Zack. Ja, so. Werden wir jetzt mal versuchen weit zu kommen. Ich hoffe, dass wir nicht mal weiter als Runde 26 war es, glaube ich, ne? Kommen. Aber ich denke mal, es ist auch gut möglich sein, da wir beide sehr, sehr gut sind und ja. Boah, sind wir gut. Boah. Ja. Wo ist die? Mal kurz gucken. Ich soll mich schon einen Predator holen. Nein, ich habe noch keine Predator. Ach genau, Nick, wir müssen uns ein bisschen mehr mit MGs ausrüsten, ja. Weil das zum Schluss hat das so gut geklappt mit unserer Rambo-Taktik. Ja. Also nicht, dass wir halt irgendwo rumhocken, aber generell, dass wir halt ja mehr Schuss und generell also mehr Durchschlag und alles haben. Das glaube ich mir alles gut. Genau. Falls es ja aufgefallen ist in der letzten Aufnahmesession, wie heißt es, da hatten wir zu viel Geld, genau, da hatten wir zu viel Geld irgendwie, das hätten wir auch ja, nicht genau. Oh, was war das denn? Warte, wo bist du? Ich werde ihn abdrücken. Ich mache jetzt Rambo. Ja, ich Fußrad, da! Ah, da ist er noch nicht. Ich dachte, du wärst jetzt um den Kampf, wie peinlich. Wo bist du? Du bist in der Wand drin. Hä? Hey, du stehst ja schon wieder. Ich dachte, ich muss dir hochhelfen. Ich bin jetzt...
So. Da. Oh, keine Munition mehr. Hey Süßer. Zack. Das war grad geil. Sagst so, hey Süßer, ja. Und dann genau dann fetzt dein Kopf so weg. Ach ja, mal eine Frage an die Zuschauer, alle die jetzt auch COD kennen und vielleicht auch sogar spielen. Ja gut, danke. Okay, hast recht. Habt ihr auch manchmal die Probleme, wenn ihr mit anderen Freunden spielt, dass dann, sag ich mal, auf einmal die Connection weg ist und dann ihr an zwei verschiedenen Stellen sozusagen spielt? Also, ihr spielt zu zwei verschiedenen Zeiten gar nicht mehr zusammen und das ist einfach gar nicht mehr synchron. Kennt ihr das? Also, mit Nick ist mir das noch nie passiert, aber als ich neulich zum Beispiel mit Kai, einem guten Freund von mir, gespielt habe, da war es wieder richtig scheiße und, weiß nicht. Nick, ist dir das denn schon mal passiert oder war es bei dir irgendwie noch nie? Ich habe ja bis jetzt überleben eigentlich nur mit dir gespielt. Oder sonst, mit Laurens. Ich glaube, mit Laurens habe ich das auch zusammen gespielt, aber Laurens fand das langweilig und dann ist er rausgegangen. Ach, der Plan. An dieser Stelle nochmal. Grüß an Laurens. Boah, MG rausholen. Hast du schon MG gekauft? Ja, klar. Ich hab immer noch mal. Ja, nee, die Modell habe ich dafür weggetan. Nächste Welle. Ganz easy. Schlecht hier gerade. Ich habe auch genug Geld, aber. Ich glaube, ich kaufe mir sowieso mal. Erstmal Waffe wechseln. Nick, wo soll man. Ah, ich habe eine Idee. Ich habe so eine gute Idee. Okay. Welche Idee hast du denn, Sebastian? Man kann mir zwar nicht zugucken, aber. Ich kaufe mir jetzt eine Sentry Gun. Ach, Herr Nick, kauft du nicht direkt eine Sentry Gun, also ein Geschütz, sondern warte du erstmal, ne? Weil, okay. weil du den Predator holen sollst. Ja. Okay, ich spray die. Jetzt krieg ich mit rein. Lass auf den ersten direkt durch. Weiter los. Einfach drauf. Nein, einfach drauf. Der ist ganz schnell weg. Da ist der erste weg. Wo ist der zweite? Kommt, wo ist der zweite? Ah, da. Ja, zack. So schnell geht das. Da wird das ganz einfach gemacht. Ist gar kein Problem. Nein, das. Ich muss da oben drauf. Was soll ich mal sagen? Ich hab's vergessen. Naja. Haben wir schon erwähnt, dass heute Freitag ist und wir unsere Zeit opfern. Weiß ich jetzt gar nicht, weil das hat mir. Nee, ich glaube, wir haben es nicht erwähnt, weil das war eben. Also in der gerade genau, eben, aber da ist Basti's Fraps wieder abgeschmiert. Nick, wo soll ich das hier oben hinstellen? Hast du eine Idee? Willst du das da oben hinstellen? Ich würde sagen, wir stellen das in unser Shisha-Häuschen hier oder was das ist. Und da oben aus dem Fenster. Ja. Dann, wenn die da hochklettern wollen, werden die direkt weggehauen. Aber mega. Oh, da ist schon so ein Fenster-Computer. Oder so hier irgendwie. Dass es den Eingang macht. Oder hier, so, dass sie hier da vor alle wegholt. So, warte mal. Ne, packen wir das mal hier drauf. Ich weiß gar nicht, wo drauf. Oder da. So. Ja, es klappt doch ganz gut. Oh, warst du das? Ich bin hier runtergesprungen. Und? Gut. Okay, dann lass ich raus. So, Matt schon? Warte mal, ich hole mal kurz. Ja, okay, machen wir. Noch kurz Munition hier aufsammeln. So, sehr gut. Ich hoffe, ihr verzeiht es uns, dass ich jetzt hier aufnehme, weil ich bin nicht so gut wie Basti in COD. Ich werde vielleicht dann hier brechen. Ich habe genug Geld. Modell. Genau, ich hole mir jetzt einen Predator, glaube ich. Warte, ich muss mal. Ah, oh, Erschlag ist da hinten. Erschlag, sag ich schon. So, ist die eine Shotgun eigentlich gut? Moment, wie hieß die nochmal? KSG-12 ist nicht so gut, meinst du? Nee, die ist richtig kacke. Okay. Also, ich weiß nicht, ich kenne es nur von Online-Modus und da ist ja nicht mal One-Hit, außer wenn du da halt Reichweite drin hast. Nehme ich eigentlich G und das oder ja. Pitching? Ach komm, nehmen wir mal Pitching. Ja, die ist geiler, habe ich auch genommen. Aber Nick, das Geschütz da oben bringt es. Du musst auch irgendwo jetzt gleich mal hinstellen. Oh, 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 Hund, wo ist der Hund, wo ist der Hund? Ah! Ha, weg hier. Ah ja, wollten wir eigentlich mal nicht hier auch rein. Pass auf, draußen ist so ein.
Das Geschütz ist nachher da richtig gut, weil jetzt schießen die Gegner da ein bisschen drauf, aber wenn nachher wir hier selber aufpassen, dann ist es glaube ich ganz gut. Hier ist auch eine Leiter, ich weiß jetzt nicht, wie wir das hier machen mit der Leiter.